Und dann war es für mich auf jeden Fall so, dass ich dann dass ich dann nach Hause gefahren wurde, von Friedrichshafen nach Hause. Aber was ich jetzt voll vergessen habe, war, ich habe wohl den ganzen Rückflug geschrien, wie am Spieß. Und dann war eine Opernsängerin, die mir gesagt hätte, ich hätte ein unglaubliches Volumen in der Lunge und ich sollte mal, wenn ich älter bin, Sängerin werden. Bin ich nicht geworden, wie ihr wisst. Jedenfalls noch nicht, soweit ich weiß. Aber ich treffe auch, glaube ich, keine Töne. Also. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann ab da war es dann so, dass ich vom Friedrichshafen nach Hause gefahren wurde und dann dort zu Hause direkt, ich habe gerade gedacht, da geht es nicht an. Dann auf dem Weg nach Hause war es dann so, dass ich wohl geschlafen habe und dann, als wir dann zu Hause waren, bei uns am Haus, bin ich dann meinen anderen Großeltern das erste Mal begegnet, also denen von meinem Vater. Nee, die haben mich auch mit abgeholt. Aber ich habe auf jeden Fall dann diesen Teddybären geschenkt bekommen. Und ich sag's, wie es ist, er ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsteddybärchen. Und ja, er ist total süß, findet ihr nicht auch? Ja, auf jeden Fall, den habe ich dann bekommen. Und dann bin ich eben zu Hause gewesen und zu jenem Zeitpunkt war es ja in Deutschland so, dass es geschneit hat. Und ich kam ja aus Brasilien, wo es nie schneit. Also ich kannte Schnee nicht. Und dann bin ich da, meine Eltern haben mir aber schon in Brasilien vom Schnee erzählt und dann bin ich da gewesen mit meinen kleinen Tatschefingerchen und habe dann in den Schnee reingetatscht und habe gesagt, ein Schnee. Und daraus ist bis heute ein Ritual geworden. Immer an unserem Adoptionstag gehen wir raus, egal wie kalt es ist. Und ich datsche in den Schnee und sage ein Schnee. Das ist so Ritual. Das machen wir jedes Jahr seit diesem Zeitpunkt. Und immerhin bin ich jetzt schon, lasst mich ganz kurz rechnen. Ich werde jetzt 26. Ich war 2,5. Das heißt. 23,5 Jahre haben wir dieses Ritual jetzt schon durchgezogen, was ja auch schon eine ganz schön lange Zeit ist. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich ein wunderschönes Kinderbettchen bekommen habe und ich habe dann das ehemalige Arbeitszimmer von meiner Mutter ist dann mein Kinderzimmer geworden und da bin ich heute noch drin. Ja, und dann war es so, dass meine Eltern mich eben in dieses Bettchen gelegt haben und ja, dann war. Irgendwann war dann Nacht und dann mitten in der Nacht war wohl Riesenterz, weil ich hatte Nasenbluten. Ja, und um es mal vorwegzunehmen, jetzt gehen wir gleich zur zweiten Nacht hier in diesem Haus, da hatte ich wieder Nasenbluten. Und dann bei der dritten schon wieder. Und ja, ihr könnt jetzt denken, es liegt jetzt an meinen Eltern oder irgendwie an der Situation oder so, aber es war nicht so, sondern das Bettchen stand auf einer Wasserader und davon habe ich immer wieder Nasenbluten bekommen, wie Sau. Und ja, dann hat man auf jeden Fall das Bettchen umgestellt und dann habe ich dann tatsächlich nachts kein Nasenbluten mehr bekommen. Und ja, war schon vorteilhaft. Ja, und so sind dann so ein paar Jahre ins Land gezogen und ja. Irgendwann war ich dann, ja, wie weit springen wir denn jetzt? Irgendwann war ich dann tatsächlich, gehen wir bis zum fünften. Springen wir jetzt 3 Jahre in die Zukunft, dann war ich fünf. Als ich dann fünf war, da war dann natürlich stand die Frage mit dem Kindergarten im Raum. Aber meine Eltern haben sich dann entschieden, dass sie da noch 1, 2 Jahre warten wollen, bis ich, nee. Ja, dann bin ich im Kindergarten. Nee, das passt ja nicht, weil ich bin ja mit 7 eingeschult worden. Entschuldigt. Da war ich jetzt gerade rechnerisch voll daneben. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich, als ich 5 war, immer bei meinem Papa im Geschäft war und da habe ich halt Fritzi Fisch gespielt. Und das war meine totale Leidenschaft. Ich habe es geliebt. Aber allgemein habe ich das Geschäft von meinem Vater sehr geliebt, weil es da so viele Orte gab, wo man sich verstecken konnte, wo man hinwuseln konnte. Und dann gab es diese riesen Papierhäufen, weil mein Vater ist Drucker und. Ich glaube sogar Druckermeister oder Druckersetzer. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Tut mir leid, aber auf jeden Fall irgendwas der Art. Und da heißt dann immer geliebt. Und da habe ich dann mit 5 immer total viel Zeit verbracht. Und ja, und meine Mittage habe ich damit verbracht, bei meinen Großeltern unten zu essen. Die haben nämlich in der Mitte gewohnt und ganz unten hat meine Urgroßmutter gewohnt. Die Albertine. Albertine Zimmermann.
Und über die geht es jetzt nachher gleich.